Hallo und frohe Ostern hier aus Mettenheim. Ihr habt es vielleicht schon erraten, hier geht es weiter mit meiner nächsten Etappe auf dem Rheinterrassenweg. Ja, und übrigens diesmal nicht alleine, ich habe Unterstützung dabei. Hallo, guten Morgen. Genau, die Margit ist diesmal mit dabei und macht die Wanderung mit. Gezwungenermaßen. Die nächste Etappe, Margit, wo geht ihr lang? Von Mettenheim nach Guntersblum. Genau. Und wir starten jetzt wieder hier. Da bin ich das letzte Mal schon vorbeigelaufen an dem Weinfass und an der Weinkelter. Und mit unserem Osterhase. Auf geht's! Schild liegt ein Stein, das ist der mittelalterliche Mettenheimer Prangerstein. Auf diesem wurde im Mittelalter derjenige öffentlich zur Schau gestellt, welcher ein Missetat oder ein schweres Verbrechen begangen hat. Wir haben gerade Mettenheim verlassen und der nächste Ort, wo wir jetzt hinkommen, der heißt, Margit, wie heißt er? Oh, Alzheim. Alzheim, ja, es geht ein bisschen bergauf. Ja. Okay. Und natürlich auch nochmal einen schönen Blick zurück auf Mettenheim. So, jetzt sind wir circa einen Kilometer schon unterwegs und hier haben wir den ersten Aussichtspunkt über die Rheinebene erreicht. Bei gutem Wetter kann man also den Odenwald hinten sieht man und bei sehr gutem Wetter kann man sogar die Skyline von Frankfurt erkennen. Heute ist es leider bedeckt, da sehen wir nur den Odenwald. Naja, das war jetzt mal wieder eine schöne Aussicht, ja. Die Margit hat sich jetzt gleich noch ein bisschen gestärkt. Er hat ja noch nichts gefrühstückt gehabt. Ja, und zu der Etappe gibt es noch zu sagen, die ist glaube ich wieder so um die 10 Kilometer lang. Ja. Die Karte habe ich euch ja gleich ganz am einfach am Anfang eingeblendet. Ja. Und für uns geht es jetzt hier noch ein bisschen weiter bergauf. Aber es geht noch, oder? Ja. Voilà. Sendemast hinter uns hier vorbeigelaufen und die Sonne kämpft sich immer mehr durch hier. Ja. Jetzt wird es immer wärmer. In den Weinbergen gibt es überall sogenannte Hohlwege. Ein Hohlweg ist ein Weg, der sich durch jahrhundertelange Nutzung mit Fuhrwerken sowie abfließendes Regenwasser in das umgebende Gelände eingeschnitten hat.
Diese Hohlwege sind ökologisch wertvolle Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere. Kurz vor Alzheim. Ihr habt es jetzt auch noch mal gesehen. Hier fahren andauernd die Züge. Also wir sind unmittelbar immer an der Bahnlinie. Also wer man mehr kann bei der Einheit habe, es ist immer ein Bahnhof in der Nähe, wo man zurückfahren kann. Das ist auch das Gute am Rheinterrassenweg. Die gesamte Strecke von Worms bis Mainz. So, hier haben wir unsere erste kleine Rast gemacht, in der wunderschönen Sonne am Weißmühlbrunnen. Hier sind auch 3-4 Bänke in der Sonne, also ideal, um eine kleine Rast einzulegen. Des Weiteren befindet sich hier am Weißmühlbrunnen ein Schild über das Hohlwegeparadies in Alzheim. Hier wird alles genau beschrieben. Man kann die Hohlwege nachwandern, sieht man hier genau. Und auch für die Kinder hat hier der Alzheimer Freshdachs ein Rätsel versteckt, das sie lösen können. Ist ganz süß gemacht. So, für die Nordic Walking Freunde ist hier auch ein Schild. Da sind ganz viele Strecken eingezeichnet, die man machen kann. Es gibt 4 verschiedene Routen. Und für alle, die sich ansonsten sportlich betätigen möchten, gibt es hier ein Übungsschild mit sämtlichen Übungen für Nacken, Rumpf, so wie früher Trimdisch. Genau, ja. Machen wir aber jetzt nicht, gell? Ja, hier haben wir lauter leere Orangensaftbeutel. Die sind hier über die Reben gestülpt. Die dienen, glaube ich, hier als Schutz. Alzheim liegt jetzt neben uns, das streifen wir nur kurz und die Sonne kommt immer mehr raus und es wird immer wärmer. Ein Blick über Alzheim. Wenn man aus den Weinbergen rauskommt, empfängt einem direkt dieses schöne Holzhaus in Alzheim. Wir gehen jetzt gerade aus Alzheim raus, hier an der schönen Mauer entlang und laufen Richtung Gundersblum. Ja, hier ist die Aromameile mit den frischen Früchten. Funktioniert.
historische Doppelkorbkelter. Von vielen Winzern im Gebrauch ab den 20er Jahren bis ca. 1970. Heute pressen automatische Keltern in kurzer Zeit viel größere Traubenernten. Das große Schild mit den Riesenbuchstaben von hinten. Alzheimer Rheinblick. Staub der Eiszeit. Sehr viele Infotafeln hier auf der Weinaromameile. Der Riesling, wertvollste Traube Deutschland, wird hier behauptet. Schon der nächste Panoramablick. Hier ist so eine richtige schöne Idylle, wie im Urlaubsgebiet. Ja, ja. Die Hühner laufen über den Weg. So richtige schöne Einöde. Und was ich noch sagen wollte, natürlich ist es jetzt nicht Gundersblum. Da ist noch ein Ort dazwischen gekommen und zwar heißt der, wie heißt Hangenwalheim. Hangenwalheim, ja genau. Da laufen wir jetzt gerade durch. Und dann kommt aber Gundersblum. Ja. Kirchenruine Maria Magdalena angelangt. Man weiß es nicht genau, aber möglicherweise ist die am Ende des 17. Jahrhunderts zerstört worden, wurde nie mehr aufgebaut, wurde sehr mit Efeu bewachsen, was halt auch dann die Kirche fast vollends zerstört hat. Und Ende der 90er Jahre, glaube ich, habe ich gelesen, hat sich dann ein Verein gegründet zur Erhaltung dieser Kirchenruine und die Kirche wurde dann von 2000 bis 2003, also ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber Anfang der 2000er Jahre insofern wiederhergestellt, dass sie nicht mehr weiter zusammenfällt. Wir laufen jetzt gerade wieder raus nach unserem Abstecher an die kleine Kirchenruine, will was? Ja, Maria Magdalena. Maria Magdalena, genau. Und wir machen weiter auf unserer Wanderung. Nach der Suche zu einem Essensplätzchen. Genau, das wird langsam so. Ist das, wie immer es auch heißt, lecker, wie hieß es? Lecker Bad Heißle, heiß hier. Immer gehe ich am besten davor und gucke. Am Rastplatz hier angelangt. Die Margit ist jetzt hier schon fleißig am Kochen. Heute gibt es bei uns nämlich was Warmes. Margit hat was vorbereitet zu Hause. Was hast du denn da alles Gutes gemacht? Eine Reispfanne mit Mais, Kidneybohnen, Lauchgemüse, Paprika, Würstchen, passierten Tomaten. Genau. Das hat sich nämlich gut vorbereiten lassen. Lässt sich jetzt hier auch super aufwärmen. Und da gibt es jetzt zwei Portionen für uns. Sehr gut. Müssen wir nur noch gucken, wie es schmeckt. Und zum Nachtisch? Haben wir heute leckere Erdbeeren. Die sehen jetzt zwar schon ein bisschen mitgenommen aus durch die Wanderung, aber ich denke, die schmecken gut. Sehr gut.
Wir verlassen jetzt diesen wunderschönen Rastplatz, an dem man ganz toll auch länger Pause machen kann. Also wir haben gegessen, wir haben getrunken. Was wir gemacht haben. Kaffee getrunken, Erdbeeren gegessen, Schokolade gegessen, alles. Jetzt sind wir wieder fit und jetzt laufen wir runter nach Gundersblom, wo wir unser Ziel für heute erreichen. Genau. Und gucken uns noch ein bisschen Gundersblom an. Genau, und essen noch ein Eis. So. Ja. Wenn wir eins kriegen. Das ist die Frage, ja. Das sieht man wieder eine Übersicht von den ganzen Wanderwegen und Nordwink, Walking Route etc. Und genau nebendran ist natürlich wunderschön. Da sieht man, dass der Frühling beginnt durch die Blüten an dem Baum. Der Silvaner Wein. Sehr gut. Nach dem Silvaner haben wir jetzt hier den Gewürztraminer. Auch ein sehr guter Wein, oder? Meiner. Deiner? Ja, gut. Ich trinke zwar keinen Wein, aber der ist lecker. Okay. Ein Blick auf den Sportplatz von Gundersblom. Und hier haben wir auch gleich einen schönen Tribünenplatz. Wegkreuzung, wo wir eben vorbeigelaufen sind, hat sich jetzt wieder der Weg getrennt. Oben geht der Rheinterrassenweg weiter Richtung Oppenheim und wir laufen jetzt hier runter den Zuweg nach Gundersblom. Ein wunderschöner Wegweiser. Feuerwehr Gundersblom. Sehr schönes altes Lebensmittelgeschäft. Kleinkinderschule. Hab ich auch noch nicht gehört. Okay. So, jetzt sind wir hier am Brunnen von Gundersblom angekommen. Ein schönes Plätzchen, um jetzt die Tour zu beenden. Tour zu beenden, genau. Mir hat das Wort gefehlt. Wir sind hier genau neben der Kirche und vor der Kleinkinderschule. Habe ich auch noch nie gelesen. Eine Kleinkinderschule. Und hier fliegt schon alles weg. Deswegen nehmen wir jetzt mal schnell unsere Gläser. Jawohl. Stoßen an und Prost. Was noch zu sagen wäre, hier in Gundersblom ist jedes Jahr an den letzten beiden Wochenenden im August das berühmte Kellerwegfest. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich selbst war noch nie hier. Irgendwie haben wir es nie geschafft, weil entweder es ist Backfischfest, ich habe ja auch Geburtstag Ende August immer, also irgendwie war das noch nie unser Weg, hier gemeinsam herzukommen, aber vielleicht schaffen wir es nicht doch mal irgendwann. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwandern von der Route. Ja, das war jetzt ein bisschen... Wir gehen noch ein bisschen durch Gundersblom durch. Suchen uns noch ein Eis. Ja. Genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Etappe wieder mit dabei seid. Jawohl. Bis dann. Und Prost nochmal. Prösterchen. Thank you.
guten Morgen. Willkommen bei der vierten Etappe auf dem Rhein-Terrassenweg. Ich bin heute am Bahnhof unten im Auto angekommen. Bin noch ein bisschen durch Gundersblum gelaufen, am Schlossgut vorbei, über den Kellerweg und hier hoch. Gestern am Ostermontag, ja, da haben wir leider kein Eis mehr bekommen in Gundersblum. Und da haben wir zu Hause im Bürstadt eins gegessen. Ich habe mir heute noch mal einen Tag freigenommen. Die Margit muss heute leider arbeiten, deswegen bin ich wieder alleine unterwegs. Aber ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Okay, zu der Etappe gibt es noch mal zu sagen. Führt jetzt über Gundersblum, Ludwigshöhe, wie ihr auf der Karte sehen könnt, Dienheim und dann geht es nach Oppenheim. Ich mache mich auf den Weg. Schöne Aussicht über Gundersblum mit der schönen Kirche, das Schloss. Ein Häuschen, wo ich eben drin war, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen, was das für eins ist. Hat nichts angeschrieben gestanden, ist jetzt glaube ich auch mal nicht so wichtig. Hier jetzt praktisch am Ortsausgang von Gundersblum hat man jetzt hier die Landstraße überqueren müssen. Man muss ein bisschen aufpassen, aber es geht. Und der Lutherweg ist bis jetzt auch immer unser Begleiter. Weiß gar nicht genau, wie der läuft, ob der immer so läuft wie der Rhein-Terrassenweg. Muss ich auch mal nachschauen. Der Römerturm. Der Aussichtsturm wurde 1998 errichtet. In der Nähe wurde vor einigen Jahren eine römische Villa Rustica entdeckt. Im Herbst 2014 wurde der Römerturm durch eine mutwillig herbeigeführte Explosion schwer beschädigt und anschließend wieder aufgebaut. Von der Aussichtsplattform blickt man über die Rheinebene zum Odenwald und eine gute Sicht bis Frankfurt und dem Taunus. Wahnsinn hier, mal wieder zu sehen, schöne Hohlwege. Es geht gleich wieder ein Stückchen bergauf, sehe ich gerade da vorne. Und der nächste Punkt, den wir jetzt gleich erreichen, wird dann die Ludwigshöhe sein.
So, hier gehe ich jetzt lieber nicht weiter, hier ist ein bisschen arg glitschig. Also das ist jetzt der St. Viktors oder Vögelsbrunnen. Ich habe jetzt den Brunnen da verlassen. Ich wandere jetzt weiter. Ich habe da noch eine Laugebrezel kurz gegessen. Und ach ja, ich wollte euch noch was zum ersten Teil sagen. Und zwar habe ich im ersten Teil ja ganz am Anfang gesagt, dass der Rheinterrassenweg ca. 60 Kilometer lang ist. Das stimmt natürlich nur, wenn man immer auf der Rheintrasse hier bleibt und nicht durch die Ortschaften geht, über die Zuwege. Also wenn man jede einzelne Etappe extra geht über die Zuwege, sind es ungefähr dann, glaube ich, so 74 Kilometer oder was. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Jedenfalls, es gibt circa so 12 Bahnhöfe auf der Strecke. Da gibt es genug Möglichkeiten. Okay. Während ich jetzt auf die Ludwigshöhe zusteuere, geht es hier ein Stück die Landstraße entlang. Also neben der Landstraße. Ja, es geht schön bergauf. Halt's weiter. Blick von der Ludwigshöhe. So, jetzt habe ich einen kleinen Abstecher runter gemacht, hier an die Kirche, auf der Ludwigshöhe. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf meinen Rheinterrassenweg. Währenddem ich jetzt die Ludwigshöhe verlasse, geht es wieder mal ein bisschen bergauf und es wird immer wärmer. Aber schön ist es, es macht Spaß. Eigentlich das erste Mal richtig die Skyline von Frankfurt sehen, wenn ich hier hoch gucke. Vielleicht kann ich euch das Bild ein bisschen näher dran holen, dass ihr es auch sehen könnt. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Jetzt Dienheim. Da geht es aber für mich nicht runter, weil der Weg läuft hier weiter auf Oppenheim zu. Wenn man jetzt hier hinter Dienheim zwischen den Bäumen durchschaut, kann man auch schon den Rhein erkennen. Wir nähern uns also langsam den Rhein. Blick nochmal zurück auf Dienheim. Und
und Oppenheim. Vor Oppenheim jetzt auch überall hier diese Steilhänge, wo die Reben angepflanzt sind. Also ich war auch schon Trauben lesen, aber hier wollte ich keine Trauben lesen. Auf der anderen Seite nochmal. Das nenne ich mal hier Rastplätze. Okay. Da kann man gemütlich Umtrunk halten. Der Krötenbrunnen ist erreicht. Also hier am Krötenbrunnen wurde der Rheinterrassenweg eingeweiht. Jetzt auch noch mal hoch am Krötenbrunnen, was das wohl für ein Verlies ist. Okay, jetzt wird es langsam unterirdisch. Wir sind hier in Oppenheim. Jetzt bin ich auch angekommen auf dem Marktplatz hier in Oppenheim. Also den Krötenbrunnen, den ihr hier seht, das ist nur eine Nachbildung von dem Original, wo oben auf dem Rheinterrassenweg war, wo wir schon vorbeigewandert sind. Hier sind die berühmten Gewölbekeller. Genau, das historische Kellerlabyrinth. Und jetzt mal endlich von ganz nah, was wir schon ewig von Weitem gesehen haben, die Katharinenkirche in Oppenheim. Oppenheim hier an der Katharinenkirche möchte ich jetzt auch die vierte Etappe von Gundersblum nach Oppenheim beenden. Oppenheim selbst ist extra ein Ausflug wert mit seinen Gewölbekellern und mit der Katharinenkirche. Es lohnt sich, ich habe das alles schon gesehen, müsst ihr mal gesehen haben. Und bis zu der fünften Etappe dann, hier geht es ja dann wieder weiter. Ciao.